Herzlich willkommen zum Bewohnerfrei-Podcast, deinem Lieblingspodcast. Und ich bin ganz froh und happy, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich habe einen ganz, ganz spannenden Gast für dich neben mir auf meiner Couch sitzen. Für diejenigen, die es bei YouTube hören und für diejenigen, die es bei YouTube sehen und für diejenigen, die es hören. Ihr werdet vielleicht ein paar Nebengeräusche wahrnehmen. Das liegt daran, dass wir heute live vor Publikum sprechen, die hinterher auch ein paar Fragen stellen dürfen. Und heute sitzt ein Mann neben mir, der, wenn wir in der Rednerbranche uns umhören, und das kann ich ganz neidlos sagen, für mich ist er auf jeden Fall der beste Redner in Deutschland. Ich habe ihn auf meine Veranstaltung eingeladen und ich kann mich an einen Moment erinnern, wo meine gesamte Crew hinten an der Wand stand und einfach nur den Mund leicht offen hatte, weil seine Worte wie Kristalle aus seinem Mund herauskommen. Und für diejenigen, die es hören, wissen ja jetzt schon, wer neben mir sitzt. René Bourbonus ist da. Und für diejenigen, die ihn nicht kennen, kommt hier die offizielle Anmoderation. René Bourbonus zählt zu den führenden Spezialisten für professionelle Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Als Kommunikationstrainer, Buchautor, und davon hat er eine ganze Menge. Ich erinnere mich an unser erstes Treffen in Montabaur. Da habe ich in Ehrfurcht vor diesem Regal gestanden. Das war aber immer dasselbe, das ist ja egal. Aber da waren eine Menge Bücher drin. Coach und Keynote-Speaker bewegt er sich bewusst an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis. Dabei beherrscht er wie kein Zweiter Sachlichkeit und Begeisterung in freier Rede, wie im Gespräch zusammenzuführen. Dank seiner persönlichen Begeisterung wird jedes Thema unterhaltsam. Das stimmt, ich würde gerne nochmal über die Spinne reden nachher mit der Türklinke, wenn es irgendwie geht. Was ist meine Lieblingsgeschichte? Jeder Vortrag ein Erlebnis, jeder Moment kurzweilig. Er begeistert mit Humor und Expertise. Erfolg bedeutet für ihn das Gefühl, in jedem Moment alles gegeben und die Freude an freier Rede und Präsentation geweckt zu haben. Professionell geleitet er, das ist auch so ein schönes Wort, ne? Geleitet er Führungskräfte, Unternehmer und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf dem Weg zu ihrem persönlichen Auftritt. Das hast du schon ganz lange gemacht für Politiker, für DAX-Größen, ne? Da bist du richtiger Profi. Sei es in seinem prominent besetzten Trainings, im persönlichen Coaching mit Bundestagsabgeordneten, da haben wir es ja, und Vertretern aus der Wirtschaft. Menschen streiten, weil sie nicht gelernt haben zu argumentieren. Und ich bin super froh, dass du heute auf meiner Couch sitzt. Lieber René, schön, dass du da bist. Ich danke dir. Herzlichen Dank. Damals in Montabaur, als wir so die Fühler zueinander ausgestreckt haben, das fand ich einen ganz witzigen Moment, weil wir ja in unserer Art, wie wir reden, komplett unterschiedlich sind. Findest du? Und gleichzeitig haben wir jetzt schon verschiedenste Events zusammen gemacht. Ne? Bei dir den Tag der Wirkung, du warst bei mir auf dem Bootcamp. Das ist eine spannende Kombination. Ja, aber das ist auch eine schöne Botschaft eigentlich schon. Also wir sind ja tatsächlich, wer uns nicht, beide nicht kennt, sehr unterschiedlich. Also auf der einen Seite dieser wahnsinnig extravertierte Mensch, der da reinkommt, die Bühne rockt, die Leute mitreißt, um sich wirft und auf der anderen Seite eben Tobi. Und, aber das ist ja auch gleich schon eine Botschaft an viele Menschen, die uns dann möglicherweise beim Tag der Wirkung auch mal zusammen auf der Bühne gesehen haben oder bei deinen Bootcamps. Ja. Beides wirkt. Und das ist, glaube ich, schon eine unglaublich wichtige Botschaft für die, die sich mit Rhetorik auseinandersetzen. Es gibt nicht diesen einen Weg zu einer wirkungsvollen Rhetorik. Sondern ich glaube, man muss einfach schauen, was liegt mir, was passt zu mir. Und das ist vielleicht die erste Botschaft, in die wir einsteigen können. Ich glaube, dass eine Sache komplett überschätzt wird, nämlich Zielgruppenanalyse. Mhm. Wie soll das gehen? Also auch heute hier. Und selbst wenn ich es versucht hätte. Und eine Sache wird komplett unterschätzt, und das ist Redneranalyse. Mhm. Ich glaube, dass viele Redner Dinge tun, von denen sie gehört haben, dass sie möglicherweise wirkungsvoll sind, aber gar nicht zu ihrer Rednerpersönlichkeit passen. Und das ist ein großes Problem, denn das wirkt nicht. Das heißt, jeder darf sich seinen Trainer aussuchen und gucken, von wem will ich lernen, wer ist meiner Persönlichkeit nahe. Du musst erst mal gucken, was passt zu mir. Mhm. Und ein ganz einfacher Indikator ist, was gefällt mir, was könnte ich mir vorstellen, vorzutragen. Mhm. Denn wenn ich Freude daran habe, dann hat zum Beispiel Redeangst keinen Platz mehr. Also da, wo Freude ist, kann ja keine Redeangst sein. Und da hören wir zu wenig hin. Wenn du einen Trainer dazu brauchst, der dir dabei hilft, das zu entdecken, von mir aus, aber vielleicht geht es auch aus sich heraus. Mhm. Gib dir ein Beispiel, ich erzähle gerne von meinen Kindern. Ich habe zwei Jungs, 10 und 6 sind die gerade.
Und die sind in so einer Phase gerade, wo sie Witze erzählen. Mhm. Und manchmal komme ich nach Hause und dann sehe ich sie hüpfen im Wohnzimmer. Und das heißt, sie freuen sich mehr als sonst, viel mehr als sonst eigentlich noch. Und dann weiß ich, ah, es gibt jetzt einen neuen Witz. Den Erwachsenen so, ganz witzig. Genau, meine Frau hat ihn jetzt schon x-mal gehört. So, jetzt komme ich da rein, das ist inzwischen Ritual. Ich sitze bei uns am Schuhschrank im Flur, ich komme gar nicht mehr ins Haus. Ich habe den Mantel noch an, der Torfer steht neben mir und ich sitze am Schuhschrank und meine Jungs kommen dann und erzählen diesen Witz. So, Kinderwitze, du hast es angedeutet. Ja. Du lachst trotzdem? Ja, pass auf. Denn ich weiß gar nicht, wer sich sowas ausdenkt. Also wenn ich schon Fritzchen höre, möchte ich schon. Dass es das immer noch gibt, ne? Verrückt, ja. Aber jetzt pass auf. Wenn Sie jetzt da stehen und so voller Verbundenheit und Leidenschaft diesen Witz erzählen und so voller Euphorie und sich gegenseitig anstupsen und sich auf die Pointe freuen, das kommt Ihnen aus den Augen raus und aus überall, aus allen Poren, dann sitze ich da und denke, hör nicht auf. Red immer weiter. Ich bade darin. So hätten die eine Zielgruppenanalyse gemacht. Verstehst du? Ja, mit welcher Freude. Ne? Meine Tochter ist jetzt 3. Ich muss am Tag 70 Mal Klettergerüst sagen. Und dann, sie sagt immer denselben Satz. Ja, ja. Sie sagt dann immer, du hast eine nackte Frau geküsst. Ja. Und sie lacht. Ja, ja, ja. Sie, als wäre es das erste Mal. Aber jeden Tag 50 Mal. Ja, ja, ja. Ja, sie suhlt sich da drin. Ja. Ne? Und diese Euphorie ist ansteckend. Der Text ist bekannt. Aber die Euphorie oder die Freude, die man selber hat, die ist ansteckend. Und das ist es wichtig, dass Menschen auch darauf sehr genau achten, was gefällt mir eigentlich. Und nicht etwas vortragen, von dem sie möglicherweise von einem Rhetoriktrainer gehört haben, dass es möglicherweise richtig sei. So halt die Hände mal so, sag mal das, atme mal da. Ja, oder auch sprachlich. Es passt nicht alles zu jedem. Fertig. Das. Ich glaube, viele haben natürlich auch die Herausforderung für sich zu sehen, welche Stärke habe ich denn überhaupt. Ne? Ja. Weil ich finde Eckhart Tolle zum Beispiel mega toll. Ja. Ich bewundere das, aber ich könnte niemals so sein wie Eckhart Tolle. Ja, und es wär ein großer Fehler, es zu versuchen. Mhm. Und bei manchen habe ich das Gefühl, verstanden, dass sie sagen, oh, guck mal, so wie der Tobi möchte ich auch reden. Mhm. Und, aber wenn ich das nicht bin, dann wird es schwierig. Das muss zur Persönlichkeit passen. Und dann, um die Bogen wieder zurückzuwerfen, dann ergibt sich die Zielgruppe auch von alleine, oder? Also wenn ich das mit Leidenschaft mache? Ich bin noch optimistischer. Ich glaube, wenn du deinen Stil gefunden hast und es ist maximal überzeugend, dann erreichst du auch sehr, sehr viele Menschen. Hm. Verstanden. Jetzt kommt eine sehr große Frage, weil die, wenn wir auf dein Leben gucken, wie hat denn die Rhetorik René Bourbonus gefunden oder umgekehrt? Ich glaube, wie jeder irgendwie sein Thema findet, durch Schmerz auf der einen und durch möglicherweise Verheißung und Vergnügen auf der anderen Seite. Also ich habe rhetorisch beides erlebt. Ich habe sehr schmerzhaft erlebt, wie schlecht ich kommuniziere. Ich erlebe das übrigens auch tagtäglich immer noch und immer wieder. Denn wir sind ja leider keine Wesen, die telepathisch sind. Und ich habe mich als junger Mensch sehr oft gewundert und habe auch wirklich darunter gelitten zum Teil, dass Menschen nicht das denken, was ich fühle, weißt du? Mhm. Und dass ich dann beispielsweise auch Freundschaften verloren habe oder auch die erste Liebe verloren habe, weil nicht das, was ich empfunden habe, irgendwie gar nicht beim anderen angekommen ist, sondern möglicherweise ganz was anderes angekommen ist. Und ich sehr schockiert war darüber. Und dann habe ich sehr schnell begriffen, dass Sprache ein Gefängnis ist. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich auch durch Sprache, jetzt in einem ganz anderen Kontext, Menschen erreichen kann und dass sie mir zuhören. Und ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Also wenn du meinen Schulfreunden erzählst, dass ich Reden halte, begreifen die das bis heute nicht. Okay. Was soll das? Wobei das ein Phänomen bei ganz vielen ist. Ne? Ja, können wir auch gleich nochmal. Die Lustigen sind privat oft gar nicht lustig. Können wir, ist das so? Also ich habe jetzt gerade gelesen, dass ich habe ein Buch gelesen über Rudi Carrell, Robin Williams, die nach außen ganz große Showmaster waren und zu Hause genau das Gegenteil. Ja. Das erlebt man schon öfter. Genau. Also diese beiden Dinge habe ich erlebt. Auf der einen Seite kann Sprache extrem wirkungsvoll sein und auf der anderen Seite ist Sprache ein Gefängnis, was mich zu dem Schluss gebracht hat, dass Sprache zwar ein Gefängnis ist, gleichzeitig aber auch der Weg nach draußen. Und das hat mich einfach interessiert und ich bin so ein Tüftler oder ein Mensch, der gerne denkt und dann habe ich sehr viel einfach über Sprache erfahren wollen
habe mich ausbilden lassen, habe unglaublich viel gelesen und dann ist das so gekommen. Kannst du auf das Gefängnis noch einmal eingehen, weil wir nicht verbalisieren können? Oder was ist das Gefängnis? Ja, ich finde, ja, natürlich. Erstens kannst du sehr viele Dinge nicht zum Ausdruck bringen. Aber das ist sehr schwer. Du hast was Spannendes gesagt. Entschuldigung, du hast gesagt, die Leute haben gar nicht verstanden, was ich gefühlt habe. Genau. Und du konntest es nicht richtig ausdrücken. Genau. Das ist ja oft auch das Problem von introvertierten Menschen, dass sie als sehr reserviert, kühl, distanziert, arrogant wahrgenommen werden. Dabei sind sie unsicher. Mhm. Und das hat mir natürlich nicht gefallen, das kann niemandem gefallen. Also wenn man dann so eine Resonanz bekommt, die man ja gar nicht, die man gar nicht haben möchte oder die man auch gar nicht beabsichtigt hat im Grunde genommen. Und es gibt einfach Dinge, wo du an deine Grenzen kommst und wo du dich so ausdrückst, dass du Menschen verletzt. Und du wolltest es vielleicht gar nicht. Und das hat mir immer wieder zu denken gegeben, bis heute. Also mein ganzes berufliches Leben besteht eben genau darin, das vielleicht für mich und für andere zu verhindern, dass wir Menschen beispielsweise unbeabsichtigt Schmerz zufügen. Durch Worte. Durch Worte, natürlich. Und daraus hast du deine Bücher geschrieben und das Ganze genau. Entwickelt. Was glaubst du, ist das Thema in unserer Gesellschaft, wo wir gerade wirklich aufpassen müssen? Also ich habe zum Beispiel einen ganz tollen Vortrag beim Bootcamp gehört über das Thema Respekt, den du gehalten hast. Den ich sehr, sehr bemerkenswert fand, weil da Dinge drin waren, wo wir gar nicht dran denken. Das ist der Punkt. Also ich glaube, dass in dem Vortrag geht es darum, dass wir sehr, sehr oft respektlos sind, meistens ohne es zu merken. Mhm. Also Menschen sind ja nicht bösartig, kein Mensch ist bösartig. Also ganz wenige Menschen sind bösartig, das ist wirklich minimal. Aber wir verhalten uns manchmal so. Und ich behaupte ganz oft eben, ohne es zu merken. Was ist das große Thema bei uns in Deutschland? Ja, Respekt bleibt irgendwie die ganze Zeit ein Thema. Also ich habe 2011 das Buch geschrieben und jedes Jahr denke ich so, das war's jetzt. Das war der Gipfel. Und dann kommt Trump oder es kommt irgendwas. Und ich glaube, dass wir natürlich gerade so ein bisschen die Herausforderung haben, zu diskutieren und es ein bisschen verlernt haben, zu diskutieren. Also in der Sache muss man klar sein. Und auch leidenschaftlich, aber zu Menschen eben respektvoll. Und das gelingt immer weniger. Und es gibt immer mehr Zuschreibungen, Etikettierungen. Also egal, welches sehr emotionale Thema du nimmst, dann werden irgendwann so Zuschreibungen gemacht. Dann haben wir auf der einen Seite nur die Wutbürger und auf der anderen Seite die grün-links versifften Gutmenschen. Und dazwischen ist dann gar nicht mehr so viel. Und dann bildet sich so ein Wagenburg-Effekt nach dem anderen heraus. Also ich glaube schon, wenn wir Probleme lösen wollen, dann müssen wir wieder lernen, auch miteinander zu diskutieren. Und Welt ist ja so unfassbar groß. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, endlich wieder was los im Bundestag. Man kann über die AfD sagen, was man will, aber es ist wieder was los. Da wird laut diskutiert, da wird das gemacht, wo Politik ursprünglich herkam. Ja. Aneinander reiben, Meinungen äußern, dann einen Konsens finden, gleichzeitig respektlos, was Leute sagen. Ja, also gut, im Parlament musst du nicht unbedingt einen Konsens finden bei einer Debatte. Aber natürlich müssen wir wieder, ich glaube, wir lernen gerade, dass Meinungsbildung wieder etwas wichtiger wird. Mhm. Ich habe jetzt auch irgendwo einen Satz gehört von einem Spitzenpolitiker, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, der gesagt, wir müssen uns mehr Gedanken um Politikvermittlung machen. Da sage ich, ja, Gott sei Dank. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon etwas, das tatsächlich jetzt so ein bisschen mehr wieder ins Bewusstsein kommt, dass die Leute nicht alles einfach so hinnehmen und einfach so. Dass wir uns jetzt wieder mehr um Kommunikation vielleicht auch Gedanken machen, weil wir merken, wie wichtig das ist. Ja. Bevor wir auf diese Themen eingehen, viele, die hier zuhören, die wundern sich natürlich immer, wie hat jetzt jemand, der mal ein kleiner Junge war und dann was studiert hat, es geschafft, René Bourbonus zu werden? Was waren die Stationen, die du genommen hast, also du hast jetzt gesagt, du hast dich gerne schon früh mit Sprache beschäftigt, haben Tausende, dann wirst du irgendwas studiert haben, haben Tausende. Was waren die Dinge, wo du sagst, deshalb bin ich jetzt heute da, wo ich bin? Kann man das überhaupt so runterbrechen? Ja, also ich müsste es, man erlebt das ja oder man nimmt das ja nicht so wahr, das passiert ja irgendwie. Aber nimmst du wahr, dass du so eine Tragweite hast Ich finde auch die Worte, ich höre die, ich verstehe die auch, das nehme ich überhaupt nicht so wahr. Ich habe letztlich ein Spiel gespielt mit einer großen Gruppe, habe gerufen Verkauf, riefen die Leute Martin Limberg und es gibt viele andere auch, habe ich gerufen Rhetorik, René Bourbonus, 1000 Leute aus einem Mund, das ist schon da. Habt ihr das als PowerPoint eingespielt? Nee, aber Ja, also gut, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Also ich mache das schon sehr lange
und stehe natürlich auch schon sehr lange für dieses Thema. Wir werden nächstes Jahr werden wir 20-jähriges Firmenjubiläum feiern. Und aber ich glaube, wie kam es dazu? Es sind immer Menschen gewesen, glaube ich. Also es sind immer Menschen, die mich dahin gebracht haben. Also ich glaube, dass ich habe das nie geplant. Habe heute auch noch ein sehr schönes Gespräch mit einem sehr netten Kollegen, Marc Gassert, vielleicht kennt ihr den. Toller Typ. Ja, absolut. Er mag Wasser. Total. Ja. Und ich glaube, dass die meisten Redner vielleicht auch, dass die nie Redner werden wollten. Nicht? Das ist sogar meine feste Überzeugung, dass die Redner, die relevant sind, niemals Redner werden wollten. Ich glaube, es hat sogar einen Grund, können wir gleich drüber sprechen. Nein, bei mir waren es immer Menschen. Also es gab immer Menschen, die ein Talent entdeckt haben. Das erste Mal, weiß ich, war das ein Pfarrer, der Harald Klein, der entdeckt hat, dass ich mit Worten etwas bewirken kann und dann gesagt, möchtest du nicht mal Texte lesen? Hast du nicht mal Lust, da und da zu sprechen? Und plötzlich war ich bei Oratorien und habe in Kathedralen als 19-Jähriger und in Kirchen habe ich dann Texte gelesen. Dann habe ich gemerkt, okay, da geht was. Und so ging das weiter. Das war ein sehr wichtiger Mensch. Das ist auch ein eher unklassischer Weg. Absolut. Über ein Oratorium, über die Kirche. Ja, aber sie ist für irgendwas gut. Und und in dem Fall. Und, hätte das auch ein Weg werden können für dich? Ich wollte als Kind wollte ich Pfarrer werden. Warum? Ich fand das toll. Also ich kenne immer noch einige Pfarrer, die ich einfach großartig finde. Und ich finde es schön. Und das verbinde ich mit Kirche, dass es Menschen gibt, die Dinge tun können, die weitaus größer sind als sie selbst. Also immer wenn ich irgendwo, wenn es ganz arg wird, dann stelle ich fest, am Ende sind das oft Leute, die im Glauben sind. Und ich bewundere das. Also es muss ja nicht die Kirche sein, aber ich habe das Gefühl, dass Leute, die im Glauben sind, ich wäre gerne im Glauben, dass Leute, die im Glauben sind, sehr viel Kraft schöpfen können. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und ich fand auch, ich fand viele Pfarrer immer noch, viele Geistliche, Hochjesuiten, also da sind großartige Menschen einfach dabei auch, die eine unglaubliche Strahlkraft haben. Ich wollte als Kind tatsächlich katholischer Priester werden und als mir dann klar wurde, was da für so Konditionen noch dabei sind, dachte ich, wäre ich lieber ins Kloster gegangen, mal ein Jahr lang oder so. Aber auf jeden Fall, ja, das war zum Beispiel ein ganz wichtiger Mensch. Und dann gab es immer mal wieder Menschen, die in irgendeiner Form an mich geglaubt haben. Und ich wollte auch nie Redner werden. Ich war Trainer und ich fühle mich auch als Trainer und bin das auch in meinem Herzen und werde das auch immer sein. Aber dann kam irgendwann hier Nadine Busch aus und gesagt, mach das doch bitte mal. Sprecherhaus, ne? Ja, genau, mach das doch. Die war bei mir dann in einem Seminar, also die hat bei mir das Training gemacht und dann hat sie gesagt, Mensch, du musst, erzähl das doch mal vor, mach doch mal eine Rede. Und es wäre jetzt schräg, wenn man als Rhetoriktrainer sagen würde, nee, reden kann ich nicht. Und so ist das gekommen. Und das ist natürlich dann auch extrem gewachsen. Ja, weil ich glaube, weil viele Menschen einfach dieses Format schätzen, in sehr kurzer Zeit Informationen zu bekommen. Genau. Und das hat, also diese ganzen Steps über 20 Jahre, du hast gerade was Spannendes gesagt, weil auch das zieht sich wie ein roter Faden durch fast all meine Interviews. Es sind Menschen, die auf einen zukommen und einem eine Tür aufmachen, wenn man bereit ist dafür. Ganz viele Kollegen, die Markus Hofmann und so Leute, die in mir etwas gesehen haben, was ich überhaupt nicht gesehen hätte. Mhm. Wann hast du denn gemerkt, das funktioniert hier jetzt ganz gut? Als Redner? Ja. Irgendwann wirst du ja ständig gebucht. Mhm. Ja. Und dann denkst du dir, okay, das könnte jetzt auch eine Momentaufnahme gewesen sein. So, aber wenn das so 10 Jahre nach Gang, wir sind jetzt, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, komplett ausgebucht, dann kommst du irgendwann auf den Trichter, dass du sagst, okay, irgendwas muss es sein. Wie machst du das jeden Tag? Also das eine Zeit zu machen, wir sind ja in einer ähnlichen Branche, kostet ja auch eine Menge Energie. Absolut. Ich mache mir das ja nett mit meinen Ballons und Musik und ich mache ein bisschen Spökes mit den Leuten. Und du bist ja in einer ganz anderen Energie auf der Bühne. Wie machst du es dir da nett? Oder ist die Sprache für dich, sind meine Ballons und meine Modelle? Ja, schau mal, jetzt mal rein praktisch gedacht, habe ich es ja viel einfacher. Ich komme irgendwo hin, meistens nehme ich ein Handmikro und das lege ich dann auf den Tisch und dann gehe ich wieder. Du musst dann den ganzen Kram noch sauber machen, verstehst du? Ja. Und,
Und von daher habe ich habe das Konzept ist ja ein sehr, sehr einfaches Konzept. Aber natürlich ist das sehr kräftig, ich will das nicht kleinreden. Da redet man auch wahrscheinlich viel zu selten drüber. Deshalb würde ich sagen, die ist ja groß, ne? Was treibt dich dazu an, das jeden Tag zu tun? Ich glaube schon, dass ich einen großen Sinn darin sehe, Menschen zu befähigen, besser mit Worten umzugehen. Mhm. Das gibt mir schon extrem viel Sinn und extrem viel Wert auch. Und wenn ich dann natürlich auch Rückmeldungen bekomme, die dadurch durch die Vielzahl natürlich auch, kriege ich beinahe täglich auch irgendwelche Rückmeldungen, dass ich Menschen geholfen habe in irgendeiner Form. Und gerade mit dem Respektthema, dass bei vielen Menschen der Knoten platzt oder so und sie möglicherweise eine Beziehung etwas besser verstehen können. Also wird ja nicht alles besser dann, aber man kann vielleicht Dinge besser verstehen. Mhm. Und man kann vielleicht verstehen, warum man etwas bereut und wie man das vielleicht, das ist ja das Tolle an Reue, Reue leitet uns ja dazu an, es beim nächsten Mal besser zu machen, dass man sich vielleicht auch entwickeln möchte einfach. Und dabei beizutragen oder das vielleicht sogar anzustoßen, das macht mein Leben sinnvoll irgendwie und ich glaube, das ist es schon. Kannst du zu dem Thema Respekt einen ganz kurzen Outline geben, weil ich finde, weil es so viel Relevanz hat. Ja. Du hast so ein paar tolle Beispiele beim Bootcamp gegeben, wo Menschen einfach gar nicht dran denken sonst. Ja. Es ist so ein großer Begriff und der beginnt zu Hause und geht zur Arbeit, geht in die Familie rein. Ja, vielleicht ist es schon mal interessant, überhaupt zu realisieren, was Respekt bedeutet. Erstmal die Haltung, die dahinter steckt, gefällt mir gut. Also es gibt zwei Arten von Respekt. Es gibt den vertikalen Respekt in der Respektforschung, also das ist der Respekt vor einer Leistung, vor Menschen. Respektforschung auch. Ja, gibt es. Gibt es ganz tolle Leute. Nils von Quarke-Beke zum Beispiel, großartige Menschen, die feststellen, also du kannst Respekt vor einer Leistung haben. Ich habe wahnsinnigen Respekt davor, dass Leute wie du so große Hallen füllen beispielsweise, weil habe ich überhaupt kein Verständnis, wie das überhaupt geht. Ich habe einen großen Respekt davor, dass es Menschen gibt, die Podcasts aufnehmen und andere Menschen dazu bringen, sich das anzuhören, während sie den Podcast aufnehmen. Ich habe das für bis jetzt absurd gehalten, aber mir gefällt der Abend extrem gut. Und es hat sogar ein wenig Relevanz. Ja, absolut. Nein, und dann gibt es aber, und das fasziniert mich viel mehr, diesen horizontalen Respekt. Der ist ja viel schwieriger. Das ist der Respekt, erstmal anzuerkennen, grundsätzlich anzuerkennen, dass alle Menschen gleichwertig sind. Egal, wie viele Sprachen sie sprechen, egal, wo sie schon waren, egal, was sie können oder was sie verdienen oder welche Titel sie haben. Das ist ja die weitaus größere Herausforderung. Das finde ich sehr viel herausfordernder. Und dann ist die Frage, wenn Respekt ja auch so anerkannt ist, also alle finden Respekt ja erstmal toll. Also ich musste noch nie irgendwo argumentieren für Respekt. Also da brauchst du ja keine Überzeugungsarbeit für. Und es wird auch schnell leise, ne? Also wenn du anfängst, über diese Themen zu sprechen, fällt mir auf, auch die Generation Z und Alpha und wie sie alle heißen, alle Handys gehen weg. Ja. Das hat schon was in den Menschen sofort was auslöst. Sofort, natürlich. Und weil, jetzt kommt's, wir ihn alle toll finden, diesen Wert, und doch vermissen. Und das ist ja ein Phänomen. Also erstmal auf den ersten Blick, oder? Schwer zu erklären. Also wieso, wenn alle Respekt toll finden, wie können wir ihn gleichzeitig vermissen? Und das tun wir. Kannst du alle Umfragen lesen. Und dann komme ich natürlich ins Spiel und sage, okay, Moment mal, das kann ja eigentlich nur den Grund haben, dass, wenn das irgendwas hier schiefläuft, dass wir möglicherweise aus Versehen dann eben Dinge tun, die nicht respektvoll sind. Denn es entspricht eigentlich nicht der Haltung, die wir haben wollen. So, und dann gibt es ganz viele Beispiele. Ich kann eins geben, beispielsweise, dass tatsächlich auch vielen Menschen Kummer macht, wenn Menschen sehr stark in der Emotion sind, also wenn sie wütend sind oder wenn sie verletzt sind oder wenn sie Angst haben, traurig sind, dann neigen wir manchmal dazu, also wenn wir sehr emotionalen Menschen begegnen, auf zwei sehr typischen Wegen zu reagieren, die aber im Kern nie böse gemeint, aber im Kern möglicherweise respektlos sind, wenn wir Respekt wörtlich nehmen, denn Respekt bedeutet den anderen sehen. Das bedeutet respizere, zurückblicken. Und wenn Menschen sehr in der Emotion sind, dann neigen wir dazu, manchmal zu bagatellisieren beispielsweise. Kind hat Angst vor einer Prüfung. Wir haben das jetzt, mein Ältester ist so vor dem Übertritt ins Gymnasium und er musste in Bayern, es ist sehr streng in Bayern, es ist sehr, sehr streng. Du brauchst einen bestimmten Notenschnitt und er möchte gerne, keiner von uns hat ihm das eingepflanzt, aber er möchte gerne aufs Gymnasium und dann war er natürlich auch ein bisschen nervös vor den Prüfungen oder auch der Jüngste, wenn er irgendwas singen muss oder und dann haben die ja manchmal, zittern die ja wie Espenlaub
Und dann sagen Eltern, ich leider auch ganz oft so Sachen wie, ach komm, das ist doch nicht so schlimm, jetzt stell dich mal nicht so an, dann packst du schon. Hast du ganz andere Sachen geschafft. Ein Beinbruch wäre jetzt schlimmer, das hat meine Mutter immer gesagt. Stimmt, ja, das, also wir sind die gleiche Generation, glaube ich. Ne? Ja, das sind so die Sprüche. Und das ist gut gemeint, aber es ist dann unbedingt, nicht unbedingt gut, weil wenn du eine Emotion bagatellisierst, delegitimierst du sie ja. Das heißt, ein Kind hat immer noch Angst und muss gleichzeitig denken, ich bin... Beinbruch verarbeiten. Ja, und muss denken, ich bin falsch in der Angst. Hm. Und das ist nicht in Ordnung. Und der andere Weg, das gibt es auch sehr oft, dann verschlimmern wir. Also dann kommt, was weiß ich, ein Mensch ganz emotional auf den anderen Menschen zu und dann sagt der andere Mensch so Sätze wie, boah, dass du das aushältst. Nee, ich könnte das nicht. Hm. Also so den Alltag könnte ich, das könnte ich nicht. Mit der ne? Frau, mit dem Mann. Möchte ich nicht verheiratet machst, sein, ne? Genau. Und auch das ist irgendwie nicht böse gemeint, aber auch nicht sehr hilfreich. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, da kam, das fand ich auch sehr, das hat mir auch so... Fand ich eine sehr interessante Reflexion, weil er sagte, jetzt habe ich verstanden, warum es mir auf der Beerdigung meiner Mutter so schlecht ging. Hat die Mutter beerdigt, die war sehr alt schon. Und dann sind viele Leute nach der Beerdigung gekommen und sagen, die einen bagatellisieren. Die sagen dann so Sätze wie, ja, sie hatte ja ein tolles Alter erreicht. Es war ein schöner Tod, so ein schöner Tod eben sein kann. Und die anderen verschlimmern und sagen, was machst du jetzt mit dem Haus? Wie schaffst du das jetzt alleine? Das ist immer gut gemeint, aber es ist nicht unbedingt hilfreich in dem Moment. Was wäre in dem Moment hilfreich? Ja, also das ist, nee, der Moment ist natürlich hart, aber ich glaube einfach die Emotion zu sehen und ich glaube, du kannst schon nonverbal jemandem zeigen, dass du die Emotion siehst. Das schwebt über all dem, was du sagst, ne? Sehen. Ja. Also einfach genauer hingucken. Ja, genau. Oder vielleicht mal gar nichts. Genau, sagen. Auf sich selbst. Ja, manchmal ist das genau das Richtige. Und das ist nicht immer einfach, weil manchmal kann auch das genau das Falsche sein. Das macht es ja so kompliziert. Kommunikation ist kein einfaches Konstrukt und vieles ist nicht intuitiv. Und deswegen lohnt es sich aber immer wieder darüber nachzudenken. Und was ich grundsätzlich auch empfehle, ist auch manchmal darüber zu sprechen. Hm. Wenn wir mit Menschen umgehen, nicht zu oft, das kann nerven. Aber hin und wieder einfach mal mit Menschen auch übers Reden zu reden. Weil wenn wir mit Menschen leben wollen, müssen wir deren Sprache sprechen. Mhm. Und es ist wie eine Fremdsprache zu erlernen. Das ist nicht als Scherz gemeint. Und das ist eine große Kunst. Und das ist der weitaus härtere Weg. Weil viele gegenüber zu verstehen, ja, wirklich zu verstehen. Ja, die Sprache zu lernen. Und was hältst du von diesen Modellen, diese Liebessprachen und gibt es das? Liebessprachen? Ja, es gibt ja dieses ganz berühmte Buch, die fünf Sprachen der Liebe. Dann gibt es das Tiermodell oder Diskmodell. Es gibt ja ganz viele Modelle. Es gibt Tiermodelle? habe ich ja noch nie gehört. Was soll das? Nein. Ja, aber es ist eine ehrliche Frage. Du darfst auch sagen, es ist absoluter Blödsinn. Nein, das ist überhaupt kein Blödsinn, weil es im Grunde genommen etwas beabsichtigt, nämlich Verständnis zu entwickeln für den Stil des anderen. Mhm. So. Ich kann es nicht so sehr an Typen festmachen, wenn ich über Kommunikation nachdenke, weil ich glaube ja auch, dass wir erstmal natürlich alles in uns haben und dass wir natürlich auch alle Sprechweisen irgendwie in uns haben. Deswegen ist das wahrscheinlich kunterbunt. Aber es wäre interessant zu erfahren, wenn Menschen in meinem Leben sind, mir sehr nah sind, was ist seine Art, sich zu entschuldigen? Was ist seine Art, Liebe auszudrücken? Was ist seine Art, etwas zu fordern? Was ist seine... und so weiter. Und ich finde es wichtig, dass man versucht, diese Sprache zu verstehen. Ich finde das besser, als den Weg zu sagen, sprich so und so, damit es klarer wird. Das tut es nämlich nicht. Deswegen, ich bin manchmal auch nicht einverstanden, wenn wir Rhetoriktrainern den Leuten zu viele Grenzen setzen und sagen, du darfst nicht eigentlich sagen, du darfst nicht den Konjunktiv benutzen, du darfst nicht vielleicht sagen, weil das macht den Satz schwächer. Aber weißt du, es gibt Menschen, die wollen indirekt kommunizieren. Die wollen nicht zu fordernd sein. Und die benutzen dann das Wort vielleicht, das Wort eigentlich und den Konjunktiv. Und es ist ihre Art. Ja. Und wenn wir ihnen jetzt sagen, dass sie nicht richtig kommunizieren, dann stresst die das noch zusätzlich und dann führen sie vielleicht ganz wichtige Gespräche nicht mehr. Ich glaube überhaupt, dass Angst eine ganz giftige Angelegenheit ist und viele Menschen eben davon abhält, auch auf die Bühne zu gehen oder Gespräche zu führen. So, und da finde ich es halt wichtig
zu schauen, wie drückt der andere sich aus, damit ich das verstehe. Und dann kann ich auch meine Frau verstehen, wenn sie sich sehr indirekt ausdrückt. Meine Frau neigt manchmal dazu, sich sehr indirekt auszudrücken. Gib mal ein Beispiel, wo es dir am Anfang schwer gefallen ist zu verstehen. Muss ich lernen. Wenn meine Frau Hunger hat zum Beispiel, fragt die mich, ob ich Hunger habe. Das hat meine Oma immer gemacht. Genau. Ja. Und wenn ich dann sage, nein. Ist kalt, hat die immer gesagt. Ist dir kalt, ja. Nee, die hat nicht gesagt, ist dir kalt? Die hat gesagt, dir ist kalt. Und dann hat sie gesagt, allen ist kalt. Ah, ja. Aber sie hat nie gesagt, mir ist kalt. Genau. So, und jetzt kannst du natürlich deine Oma auf ein Rhetorikseminar schicken. Ja. Oder du sagst, jetzt habe ich verstanden, was sie möchte, wenn sie sagt, dir ist kalt. Und dann verstehe ich das doch einfach richtig. Und das ist Respekt. Das ist auch eine Form von Respekt, den anderen sehen zu wollen. Auf jeden Fall. Und das finde ich wichtig, denn wir leben nun mal meistens mit Menschen zusammen, die nicht so sind wie wir. Und die drücken sich anders aus. Mhm. Also gerade Paarbeziehungen, das ist ja interkulturelle Kommunikation. Ja. Und das ist auch nicht als Scherz ausgelegt, weil ich das wirklich glaube. Ich sehe das so. Weil, schau mal, du wirst ja in eine bestimmte Familie geboren. Mhm. Ja? Das heißt, diese Familie disponiert dich genetisch, was Gesprächs- und Rituale angeht. Sehr viel davon ist einfach auch schon genetisch disponiert. Eben diese Familie, die dich genetisch disponiert, die sozialisiert dich jetzt, was Gesprächs- und Rituale angeht. So, wenn du später dann eine Lebenspartnerin, Rita, kennenlernst, dann kommt die ja idealerweise aus einer ganz anderen Familie. Tja, sehr gut. Und das bedeutet, dass die natürlich komplett anders disponiert und sozialisiert ist. Ja, die kommt aus Lettland. Schau. Ja. Und das ist dann wirklich interkulturelle Kommunikation. Ja. Und das heißt, das müssen wir schon auch synchronisieren. Mhm. Und dann kannst du sagen, ja, wir verstehen uns nicht oder sich immer mal wieder Mühe geben. Und da hilft manchmal auch, über das Reden zu reden. Jetzt sind wir ganz schön vom Thema abgekommen. Ja, nee, eigentlich gar nicht, weil wir sind mitten im Rhetorikthema gelandet. Vorhin hatten wir damit begonnen, dass eigentlich jeder reden kann, dass jeder theoretisch auch seine Geschichte erzählen kann. Und da wir in derselben Branche sind, ich erlebe sehr, sehr viele Menschen, die suchen halt diese Tools, aber dann kommt sowas wie, aber was mit meinem Akzent, was ist mit meinem, ich kann ja gar nicht die Sprache perfekt und so darauf, das ist ja nicht Rhetorik. Ja, weißt du, wie ich das nenne? Mhm. Exotenbonus nenne ich das. Mhm. Weil es einer ist. Mhm. Menschen, die einen Akzent haben, wie Marc Gasser zum Beispiel, netter Typ. Total. Ja. Und, der weiße Schauspieler. Krass, ne? Ja, dass ich das so abrufen kann. Irre. Also sein Geist ist im Raum auf jeden Fall. Der war übrigens auch mal im Bewohnerfrei-Podcast. Ja. Ja. Echt? Mhm. Schön. Werde ich mir anhören. Ja. Ich glaube, wir müssen das irgendwie erklären dann, oder? Ja, also für alle, die das tun, wir haben zwei Interviews hintereinander gemacht und jetzt... Weil die denken, wir haben nicht alle Gurken im Glas. Ja. Allein das ist schon wieder geile Rhetorik. Alle Gurken im Glas. Alle sagen Tassen im Schrank, du sagst Gurken im Glas. Ja, wobei ich das irgendwo habe. Ich kann dir aber nicht sagen, woher. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Exotenbonus. Ja, bei Marc Gasser. Ja, er hat ja ein sehr signifikantes R. Also wenn ihr den Podcast mal anhört, was ich sehr empfehle, ich weiß grob, worum es geht, kann man sehr hören, dass er ein sehr signifikantes R hat. Und das fällt schon auf. Ja, Süddeutschland. Das ist eben das, was man bekommt Aufmerksamkeit, nur weil man so klingt, wie man klingt. Wir haben gerade, ich weiß nicht mehr warum, über Rudi Carrell gesprochen. Mhm. Der hat ja geschätzt 120 Jahre in Deutschland gelebt. Mhm. Der hätte wahrscheinlich akzentfrei Deutsch sprechen können, aber er wäre nicht gut beraten gewesen. Ich war vor einiger Zeit mit Sami Molcho auf der Bühne, Israeli, und der beginnt, werde ich nie vergessen. Ich habe eine Stunde über Rhetorik, eine Stunde über Körpersprache. Das war so eine Kombi-Veranstaltung und ich habe in Neuss in der ganzen Stunde zweimal Szenenapplaus bekommen, was für Neuss echt okay ist. Und dann kam Sami auf die Bühne und dann sagte er am Anfang, wissen Sie, ich spreche so gerne Deutsch, ich liebe die deutsche Sprache und ich freue mich so sehr, wieder auf Deutsch vortragen zu dürfen, aber ich komme mit den Artikeln nicht zurecht. Und ich sage immer der. Dann sagt er immer der Haus, der Frau, der Auto. Und was machen ein paar hundert Düsseldorfer? Die klatschen. Ich sage, wie kann das sein? Der beherrscht die Artikel nicht und kriegt 10 Applaus dafür. Aber genau das ist der Punkt. Also solange man jemanden verstehen kann, das werde ich oft gefragt, auch mit Dialekt auch, solange man verstanden werden kann, also Dialekt, jetzt kommen wir natürlich doch ein bisschen vom Thema ab, wenn man Hochdeutsch sprechen kann, kann man Hochdeutsch sprechen. Mhm. Also es gibt ja so Leute, die können Schalter. Meine Frau kann das. Meine Frau kann derbes Fränkisch sprechen. Mhm.
was ich sehr befremdlich finde immer noch. Und sie kann aber auch einen Schalter umlegen und kann dann reines Hochdeutsch sprechen. Die ist Deutschlehrerin, da ist das auch nicht schlecht, diese Fähigkeit. Und und die legt da einfach einen Schalter um, weißt du, so Leute gibt es ja, die das können. Das ist ja ein Stilmittel auf der Bühne. Ne? Möglicherweise, so. Aber wenn du es nicht kannst, dann sprich lieber Dialekt, als dich jetzt zu konzentrieren, Hochdeutsch zu sprechen. Solange man dich versteht, fände ich das den besseren Weg, weißt du. Also Dialekt ist nie ein Problem, sei denn es ist Schwäbisch. Spaß. Nein, das war ein Spaß. Da können wir auch noch über Humor sprechen, das ist mal ein zweischneidiges Schwert. Gerne. Ja. Humor. Ach, jetzt schon? Ja. Weil du hast für mich auch da wieder einen ganz besonderen Humor. Du hast vorhin ich versuche dich auch immer zu analysieren, wenn du sprichst, weil ich das so spannend finde. Du nimmst ja immer Dinge aus dem Raum, Begriffe, die da sind, Podcast, Marc Gassert, und die führst du zusammen wie auf so einer Perlenkette. Und beim letzten Wort, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, wie du es machst, und dann fangen immer alle an zu lachen. Nutzt du eine Technik bewusst? Das wollte ich die ganze Zeit schon mal privat fragen, aber jetzt. Ja, also, vielleicht ein paar grundsätzliche Dinge und dann sage ich was zur Technik. Ja. Erstmal ein paar grundsätzliche Dinge zum Humor. Das sagst du jetzt aber ernst. Ja, weil es auch ein sehr ernstes Thema ist. Denn das ist gerade so ein Trend in der Rhetorik für Einsteiger-Szene. Dass es heißt, eine gute Rede sei humorvoll. Und das, liebe Leute, stimmt nicht. Es ist Bullshit. Eine gute Rede muss unterhaltsam sein. Ja, das hat schon Cicero übrigens gefordert. Mhm. Aber eine gute Rede muss nicht witzig sein. Und das ist ganz wichtig, wirklich. Und wenn ich meine 5 liebsten Reden aufschreibe, ist eine davon witzig. Mhm. 4 sind es nicht, und zwar sowas von überhaupt nicht. Aber sie sind unglaublich unterhaltsam. Schreib deine 5 liebsten Filme auf. Wie viele davon sind witzig? Sondern es gibt Menschen, die sind witzig. Ich finde dich zum Beispiel auch wahnsinnig witzig. Ich kann dir auch noch sagen, kann dir auch gleich sagen, warum. Ja. Wenn du da eine Analyse mal zurückhaben möchtest. Ja. Erst musst du mir die eine Technik verraten. Ja, folgendes. Ja, pass auf, ich wollte das aber noch zu Ende denken. Also grundsätzlich muss eine, weil es gibt auch Menschen, die sind nicht witzig. Ja, und die sollen bitte keine Nein. Witze erzählen. Wenn Menschen, die nicht witzig sind, versuchen witzig zu sein, ist das nicht witzig. Das stimmt. So, und Humor kann ein wunderbares Vehikel sein, aber es gibt noch viele andere. Aha-Erlebnisse, Überraschung, unerwartete Dinge, Wachstum, Nachdenklichkeit. Es gab eben ein paar Momente, auch in dem Podcast, der irgendwann davor gesendet wurde. Hoffentlich wird er direkt davor, dann kann man da jetzt nochmal reinschauen. Da gab es ein paar Momente, die sehr, sehr intensiv waren, weil kurz mal Stille, da hat keiner gelacht. Das war nicht lustig, was Marc da gesagt hat, aber es hat uns berührt, weil es uns nachdenklich gemacht hat oder weil die Metaphorik sehr stark war. Übrigens auch ein tolles rhetorisches Thema, über das wir noch reden können. Punkt 1, man muss nicht witzig sein, um zu unterhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und dann darf es natürlich, also Humor folgt natürlich auch bestimmten Gesetzen. Humor kann eine Technik sein, die man am Schreibtisch so ein bisschen vorbereiten kann. Ich mache das hin und wieder. Ich habe ganz gern mit Vince Ebert zum Beispiel zu tun. Auch ein großartiger Typ. Ich mag ihn total gerne. Und war auch schon im Podcast. Sehr gut. Wir arbeiten auch zusammen, machen einmal eine Tagung im Jahr zusammen. Und Vince zum Beispiel benutzt diese Technik sehr gerne, dass man eine Erwartung aufbaut und sie dann bricht. Erzähl mal gern, wir hatten eine Begegnung in Frankfurt, da war ich für eine Rede eingeladen beim Hessischen Rundfunk. Es war eine Veranstaltung vom Hessischen Rundfunk zusammen mit Emotion, das ist eine Frauenzeitschrift, die sich mit psychologischen Themen auseinandersetzt. Und die beiden haben das veranstaltet, also diese Frauenzeitschrift Emotion und der Hessische Rundfunk. Und da waren so 200-300 Leute in so einer Hörsaalatmosphäre, es war sehr, sehr laut und sehr unruhig. Und dann rief die Chefredakteurin an, die anmoderieren sollte, sagt, sie kommt und sie steht im Stau. Vince war da, einfach nur, weil er den Vortrag hören wollte, wir wollten mal was trinken gehen. Und ich sage, Vince, ich mag nicht in die Stille sprechen, kannst du mich anmoderieren, weil er macht viel Gala und so weiter. Und da wusste ich schon, er sagt ja, er sagt, na klar mache ich das. Jetzt hatte der keine Vorbereitung, null. Der hat gesagt, ich mache das, wo ist das Handmikro? Und dann ist er auf die Bühne und hat die Anmoderation gemacht. Und dann hat er diese Technik, wenn du irgendwann hast, du es in Fleisch und Blut, und dann geht das. Dann steht er da und sagt, möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen, im Namen des Hessischen Rundfunks auf der einen Seite und der Frauenzeitschrift Emotion auf der anderen Seite. Übrigens eine fabelhafte Mischung. Ne? Einerseits knallharter, investigativer Journalismus und andererseits
der Hessische Rundfunk. Und jetzt lagen die ja schon am Boden. Ich habe übrigens diese Technik heute schon einmal angewendet, falls du dich an den Einstieg des Podcasts erinnern kannst. Das ja, ist eine, das stimmt. Du baust eine Erwartung auf und dann brichst du sie. Und das finden die Leute manchmal komisch. Oh, das muss man aber üben, ne? Das muss man üben, aber das kann man ja auch manchmal vorbereiten, einfach so ein bisschen. Mhm. Ich arbeite da sehr gerne mit. Also wer meinen Klarheitsvortrag kennt zum Beispiel, da gibt es dann so den Moment, wo ich sage, wir reden jetzt über Eltern-Kind-Kommunikation. Ist ja sehr herausfordernd. Dann sage ich, bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Jungs. Und das ist nur was für starke Eltern. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was bei mir zu Hause los ist. Ne? Trotzphasen, Wutausbrüche aus dem Nichts, Widerstand bei fast allem, was ich sage. Und die beiden Jungs sind auch ziemlich anstrengend im Moment. Und das ist eine Erwartung aufbauen, gebrochen. Und dann finden die Leute das möglicherweise komisch. Aber ich möchte noch abschließend etwas zu Humor sagen, denn Humor ist absolut zweischneidig. Humor kann vollkommen nach hinten losgehen. Und du hast eben gesagt, ich habe einen sehr speziellen Humor. Das ist, stimmt. Ja. Und das ist gefährlich. Und ich verliere Leute deswegen. Verlieren heißt, ich verliere Leute. Ich verliere Leute, die steigen, wenn es ihnen zu viel wird, aus dem Vortrag aus. Und das muss einem auch bewusst sein, weil diesen Preis muss man zahlen wollen, ich will ihn oft nicht zahlen. Und dann muss man überlegen. Ich habe zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, ich habe einen sehr schrägen Humor, ist ja ein bisschen trocken, manchmal ein bisschen böse. Ich habe zum Beispiel im Respektvortrag, das muss man jetzt als Fußnote noch dazu wissen, früher gesagt, da habe ich eine Anekdote erzählt, wie so eine Hochzeitsvorbereitung ein bisschen schief gegangen ist. Dann habe ich ihm erzählt, dass ich geheiratet habe am 11. September. Es ist wirklich wahr, mein Hochzeitstag ist der 11. September. Und dann habe ich gesagt, damit ich mir das Datum gut merken kann. Ich finde das wahnsinnig komisch. Drei andere hier im Raum auch. So der Rest denkt. Und dann habe ich immer gedacht, weil die Reaktion ähnlich, also auch das war so ziemlich die Normalverteilung bei diesem Scherz, dann dachte ich, gut, vielleicht haben sie es nicht verstanden. Dann habe ich gesagt. Du hast gedacht, die anderen kriege ich jetzt auch noch. Vielleicht ist das nicht Allgemeinbildung, vielleicht wurde das vergessen, verdrängt, was auch immer. Dann habe ich immer gesagt, um das noch ein bisschen eingänglicher zu machen, habe ich gesagt, ja, immer wenn ich eine Zeitung über Terror lese, weiß ich. So. Und das ist vielen Menschen, wir sind jetzt entspannt, weil es sehr spät ist, aber vielen Menschen ist das zu viel. Mhm. Der Schritt vielen war. Menschen ist das zu viel. Und dann kamen auch einige, die haben mich angesprochen. Und jetzt habe ich aber erst, weil sie sagten, das ist doch respektlos den Opfern gegenüber. Ist es übrigens nicht. Es ist respektlos. Aber meiner Frau gegenüber. Denn das war zuerst. Es ist nicht den Opfern gegenüber, es ist meiner Frau gegenüber respektlos. Und das wissen natürlich viele nicht. Wenn ich sowas sage, frage ich meine Frau vorher, ob ich sowas sagen darf. Mhm. Und wenn sie sagt, nein, dann mache ich es nicht. Und wenn sie sagt, es ist in Ordnung, dann mache ich das. Und das wissen natürlich aber viele nicht. So, und dann dachte ich erst, naja, komm, das ist deins, lass mich in Ruhe. Aber so nach dem, weiß ich nicht, vierten, fünften Hinweis, und dann hat mir sogar einmal ein evangelischer Priester aus Karlsruhe, da war ich mit Manfred Spitzer da irgendwie unterwegs, einen Brief geschrieben. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Und dachte ich, ja, das kann doch nicht sein, dass ich Leute so auf Distanz bringe, nur für ein bisschen Gag, ja. Und ich will doch meine Themen da setzen. Und deswegen auch da vielleicht der Hinweis, Humor kann richtig nach hinten losgehen. Humor, Ironie und Provokation funktionieren nur dann, wenn sie als solche wirklich erkennbar sind. Und dazu brauchst du rhetorisch ein sehr, sehr feines Gespür. Mhm. Gregor Gysi ist im Moment der einzige Spitzenpolitiker, der Ironie kann, zum Beispiel. Wenn Merkel ironisch ist, fragen wir uns drei Wochen, ob die das ernst gemeint hat. Das stimmt. Und deswegen, Gregor Gysi ist ein exzellenter Rhetoriker. Absolut. Absolut. Und da muss man dann eben wirklich hinschauen. So, das war ein kleiner Exkurs zum Thema Humor. Genau, dann hatte ich dich gefragt, dass ich beginne, diese Technik bei dir zu verstehen, dass du Dinge im Raum nimmst, Begriffe und damit was machst. Ist das eine bewusste Technik, die du anwendest? Es ist, also die Haltung ist mir auf jeden Fall bewusst, weil ich sowieso glaube, dass das hilfreich ist, situativ zu arbeiten, weil es Brücken baut natürlich, auch zu den Menschen, die da hier sich die Zeit nehmen und zuhören oder jetzt die Zeit nehmen, reinzuhören. Und das ist nie verkehrt, das kann nie verkehrt sein. Das ist ja, wenn wir Respekt nochmal wörtlich nehmen, sogar ein Ausdruck möglicherweise von Respekt. Aber dann passiert das, glaube ich, schon sehr intuitiv dann auch. Also, ich setze mich nicht vornherher hin und überlege, was muss ich jetzt unbedingt. Nee. Diese Reden, die du hältst, Respekt, Relevanz dann in Zukunft, Rhetorik, sind die jedes Mal gleich?
Oder sind die... Sehr viel natürlich. Also sehr viel, ich würde mal sagen 90-95%, wenn du sie sehr dicht hintereinander hörst. Wenn sie dann länger dauern, dann verändert sich natürlich vieles, weil, also wenn ich die Gedankentankenrede zum Beispiel von mir selber höre, was ich natürlich selten mache, weil ich das sehr befremdlich finde. Aber wenn ich da reinhöre, das ist, was war das, 2013 oder so, da denke ich auch, guck mal, da gibt es natürlich auch noch kleine Beispiele, aber ganz viel, also ich würde sagen, da ist fast 70% nicht mehr im jetzigen Text, weil es auch nicht passen würde, ich erzähle da von Christian Wulff oder von den Griechen oder was auch immer, das da damals aktuell war. Und das erneuert sich. Und das ist auch wichtig, um vielleicht noch einen rhetorischen Impuls draus zu machen, dass du natürlich auch Teile deines Vortrags, wenn du ihn sehr oft hältst und da schleift sich ja vieles ein, auch unbewusst, das ist ja gar nicht, manchmal ist das ja gar nicht, das wirst du auch kennen, manchmal ist das ja gar nicht gewollt, aber es passiert, dass du immer wieder was Neues einbaust. Ich hatte das große Glück, letztes Jahr Thomas D. zu treffen von den Fanta 4. Da haben wir auch die Möglichkeit gehabt, kurz zu sprechen. Und er sagte auch, dass, weißt du, die Sache ist ja die, wenn du... Das wird noch schlimmer. Das ist ja absolut identisch. Und er sagt, wir drehen durch. Du singst immer dasselbe. Ja, und zwar immer. Und er sagt, wir brauchen immer wieder neue Stücke, die wir da reinbauen, um diese Präsenz zu bekommen auch. Weil sonst bist du gar nicht mehr konzentriert. Dann spulst du irgendwann was ab. Ja. Und das empfehle ich auch Menschen, die wie wir jetzt berufsmäßig möglicherweise, die wenigsten betrifft das ja. Also wer hält denn schon immer ständig ähnliche Vorträge? Das macht ja kaum jemand. Also normale Menschen tun das jetzt nicht. Jetzt werden aber Leute, die zuhören, sagen, ja Moment, ich fahre auch jeden Tag dieselbe Strecke als Fahrer oder ich als Chirurg setze auch immer. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das ist ein super Beispiel, weil da schalten wir ja die Präsenz ja aus. Mhm. Ich war jetzt in Hannover, wollte mich zum Hotel fahren lassen und mir kam es komisch vor, weil ich wusste, normalerweise ist der Preis ein anderer, wir fahren viel zu lange, aber ich dachte, gut, sie wird schon wissen, ich war eine Taxifahrerin und ich dachte, vielleicht irre ich mich auch. Und dann irgendwann hält die an, guckt mich an und sagt, oh, jetzt habe ich sie zu mir nach Hause gefahren. Gut, das war mit deiner Frau abgesprochen. Und das war so ein Punkt. Du schaltest dann ab, dann fällst du in deine Routine und das ist ein wunderbares Beispiel, weil wenn dir das als Redner passiert, forget it, weil das Wichtigste für uns ist Präsenz. Ja, im Text zu sein. Die wenigsten Menschen, die reden, sind im Text, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Sie fühlen nicht, was sie da gerade sprechen. Hm. Und worüber kannst du herzlich lachen? Was guckst du dir an? Was ist dein Humor? Es gibt ja so viele verschiedene. Ich kann das nicht uneingeschränkt empfehlen. Dexter zum Beispiel finde ich wahnsinnig komisch. Echt? Ja. Diese Netflix-Sendung? Gibt es das auf Netflix? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Dexter ist eine, da geht es darum, das finde ich sehr, sehr spannend, das ist ein Psychopath, der ist der Held dieser Serie. Stimmt. Und das ist natürlich etwas, das finde ich vom Konzept her schon sehr spannend. Also ein Psychopath, also der ist wirklich krank, der Typ, also richtig krank. Ich habe nur die erste Folge gesehen. Ja. Und, ne, das Delfinen halt. Ne? Ja, Delfinen. Ich hab's auch wieder nicht verstanden. Na, wir ziehen das durch. Das finde ich zum Beispiel, also das ist ein sehr, sehr schräger Humor, weil er muss ganz anders agieren, laut als leise. Also man hört ihn immer sprechen, also denken, man hört, was er denkt. Und dann sagt er was ganz anderes, weil er kommt auf den Tatort und sieht aus wie, und er ist völlig fasziniert und denkt sich, wie hat er das gemacht, wie hat er den Blutspritzer denn hingekriegt? Der ist völlig fasziniert und muss aber natürlich dann nach außen sagen, das ist ja schlimm, das ist ja furchtbar. Mhm. Ja. Das ist ähnlich wie das, was du vorhin erklärt hast. Ja, genau. Und das ist so mein, da könnte ich drüber lachen. Ja. Das ist spannend. Bevor wir noch auf die anderen Themen kommen, Relevanz und Metaphorik, du musst bitte einmal die Geschichte mit der Spinne erzählen. Kannst du die so? Ja, wir müssen sie nur vielleicht einordnen. Das ist ja auch aus dem Respektvortrag, wo ich über Angst spreche, weil Angst natürlich oft dazu führt, dass wir uns respektlos verhalten, weil Angst Impulse auslöst wie Flucht oder Angriff und dann reagieren wir manchmal natürlich auch sehr nach vorne. Und ich möchte den Leuten aber erst Angst erklären, wo sie herkommt und Angst ist immer eine Folge von dem Gedanken, dass ich existenziell bedroht bin. Kognitive Bewertungstheorie, falls sich jemand auskennt. Also existenzielle Bedrohung löst Angst aus. Und dann, um den Leuten zu erklären, wie unbewusst das ist, also weil wir denken ja nicht darüber nach oft, wir fühlen ja einfach, erzähle ich Ihnen eine der häufigsten Ängste in Deutschland, das ist kein Scherz, die Angst vor Spinnen. Und das erzähle ich dann.
ist ja in Deutschland eigentlich relativ, also wir haben ja gar nicht. Natürlich nicht, aber das ist halt evolutionär zu begründen, beziehungsweise Angst durch Nachahmung, also diese Lernen durch Nachahmung, das sind diese beiden Formen. Also es gibt aber viele Menschen, die Angst vor Spinnen haben, viele geben es auch zu, und aber unangenehm finden wir sie alle, by the way. Also es gibt ja keinen, der Spinnen so richtig toll findet, ja. Ja. Also es gibt ein paar, die Spinnen toll finden, aber die sind meistens komisch. Vermutlich. Auf jeden Fall, genau. Und dann, was du, glaube ich, hören willst oder was du so lustig fandst, war, dass ich dann zum Schluss erzählt habe, dass es natürlich... Du hast die Geschichte von Bekannten oder genau, Freunden erzählt. Dass es diese beiden Impulse gibt, ja. Flucht und Angriff. Und das erzähle ich dann natürlich mit der Spinne. Also, und dann sage ich, dass... Wenn du Angst vor einer Spinne hast, kannst du eben weglaufen. Dann erzähle ich von, das war im Seminar, das ist vielleicht, weiß ich nicht, 2 Jahre her, da war ein Seminarteilnehmer, der bekommt ein Foto von seiner Frau. Hat die eine Spinne fotografiert, ist wirklich, also ich habe mir das zeigen lassen, ich habe das gesehen, das ist wirklich wahr. Eine Spinne fotografieren, hat die fotografiert, ihm aufs Handy geschickt, mit folgendem Text: Ich habe die Waschküche abgeschlossen. Oh. Abgeschlossen. Spinnen, warum abgeschlossen? Ne, Spinnen machen Türen auf, da kennt ihr nichts, das ist bekannt. Ja. Ja, das ist, ne, wenn du Spinnen im Haus hast, weiß jeder, immer die Türklingen hochmachen, ja. Sonst hast du alle Türen offen, das ist ja sehr unangenehm. Und genau, das erzähle ich da, glaube ich, und das hat dir gefallen. Das hat mir sehr gefallen. Ja. Das ist so meine Art von Humor. Ja. Seicht. Ja. Dein neues Thema, wo du dich gerade einarbeitest, Relevanz. Ja. Können wir da mal reinsteigen? Ist auch wieder so ein Begriff, ne? Ja. Also ich finde... Was ist Relevanz? Was ist relevant für dich? Und viel spannender finde ich, also was ist relevant, aber was ich habe, bei mir geht es ja am Ende immer um Rhetorik. Mhm. Also ich kann nichts anderes. Bei mir geht es immer um Rhetorik und ich stelle mir natürlich die Frage, wie schaffe ich es denn, dass Dinge relevant werden? Mhm. Also... Das ist ja ein wichtiges Anliegen in der Kommunikation. Also wie schaffe ich es? Also zum Beispiel, gesunde Ernährung ist grundsätzlich relevant. Haben wir heute schon gehört. Für meine Kinder nicht so. Mhm. Und jetzt hätte ich aber natürlich möglicherweise gerne, dass das für meine Kinder relevant wird. Stimmt. Ja. So. Und dann ist die Frage, wie kann man denn Dinge relevant machen? Das ist privat und beruflich sehr wichtig. Privat ist das extrem wichtig. Und da kann man natürlich sehr viel lernen und das ist hochspannend. Ich gebe ein Beispiel. Mhm. Wenn es knapp wird mit der Zeit, sagst du mir Bescheid. Ne? Alles gut. Ich gebe ein Beispiel. Ich darf das auch erzählen. Ich habe ihn jetzt vor ein paar Tagen noch gefragt, weil ich das eben auch geschrieben habe. Deswegen ist mir es auch noch so präsent. Das heißt, es gibt ein Buch dann dazu. Ja, ja, genau. Das heißt Relevanz. Ja, genau. Ich mache ja immer so Einworttitel. Das ist einfach. Mir heißen alle Unbox. Genau. Auch nicht schlecht. Ist ja noch einfacher. Ja. Du hast ja gerade netterweise mein nächstes gelesen. Ja, das stimmt. Ich habe beide gelesen. Ich weiß. Und das finde ich auch toll. Du hast gesagt, bevor du irgendwas dazu sagst, liest du das dir komplett durch, ob es Relevanz hat, oder? Ja, das ist ja. Aber das ist ja oft so, dass die Leute schicken dir ein Buch und sagen, und vielleicht könntest du was dazu sagen. Und ich habe dir übrigens auch schon aufgeschrieben, was. Ja. Ich sage, ja bitte, geht's noch. Also, und deswegen, das mache ich nie so. Also wenn ich ein Buch empfehle, dann habe ich das gelesen. Sonst empfehle ich es eben nicht. Das kann auch passieren, das mache ich mich auch nicht immer beliebt mit, aber wenn ich es empfehle, habe ich es gelesen und dann empfehle ich es auch wirklich. So. Aber jetzt kommen wir schon wieder, das machen wir gut, vom Thema abkommen. Ne? Was war das Thema? Relevanz. Du wolltest ein Beispiel geben. Und ich darf es erzählen, nicht, dass ihr denkt, warum erzählt er hier so private Sachen. Ich habe Leo gefragt, Leo ist mein Sohn, mein 10-Jähriger, weil das war für mich so eine ganz spannende Erfahrung, was Sprache bewirken kann, auch bei Kindern, gerade da. Der hatte vor einiger Zeit so ein leichtes Problem mit Wut. Also wurde geärgert und hat dann körperlich reagiert. Leo ist ein bisschen größer als die anderen in seiner Klasse. Und wo das gar nicht so seine Art ist, aber da ist er aggressiv geworden und hat körperlich reagiert und hat dann auch mal ein Kind auf die Straße geschubst. Und da hört der Spaß natürlich dann auf. Mhm. So, und dann war klar, daran möchte ich arbeiten. Und das hat eine Weile gedauert, wir haben es nicht so richtig in den Griff bekommen und dann habe ich ein Konzept gefunden, wo es darum geht, eigentlich eine ganz einfache Denke, aber es ist hochinteressant, was da passiert. Darum geht, eine schwierige Verhaltensweise bei Kindern eben nicht zu kritisieren, sondern zu überlegen mit den Kindern, das ist also ein moderiertes Gespräch, die Erwachsenen machen keine Vorschläge, sie moderieren nur, die Kinder machen die Vorschläge, zu fragen, welche Fähigkeit muss gelernt werden damit,
Also wir gehen weg von einer schwierigen Verhaltensweise hin zu einer Fähigkeit, die das Kind benennen muss. Und Leo kam irgendwann auf Gelassenheit und Ruhe. Und dann im nächsten Schritt gehen die hin und sagen, und jetzt gehen wir dem Ganzen, da muss uns doch eine Figur einfallen, da muss uns doch irgendwie so ein Held einfallen, der das ausdrückt, der als Symbol dient. Ein Superheld. Möglicherweise. Bei ihm war es sowas Ähnliches, Manuel Neuer. Ja, der war da irgendwie so auf dem, der war Torhüter und Manuel Neuer Trip. Und das ist so spannend auch, weil Erwachsene, du darfst nichts sagen, das machen alles die Kinder. Weil dann hat es auch so erklärt, weil der wird ja ausgepfiffen, der wird beschimpft und dann werfen die Feuerzeuge und der darf nicht jetzt böse werden, sondern der bleibt ja konzentriert, der bleibt gelassen, der geht einfach weg, genau. Ja. Und das war für ihn dann ganz schlüssig. Und dieses Ding, das ist so einfach eigentlich, hat bewirkt, dass der das wirklich innerhalb von 2 Tagen im Griff hatte. Da ist nie wieder irgendwas auch nur in die Richtung ansatzweise passiert. Er hat gelernt, durch dieses sprachliche Umdeuten und dieses anderen Fokus setzen. Und das sind so Dinge, die mich faszinieren. Oder warum gibt es Physikprofessoren, die du stundenlang zuhörst? Und anderen 10 Sekunden. Ja. Ich habe mir jetzt eine Stunde lang eine Physikvorlesung angehört von Metin Tolan, einem Professor aus Düsseldorf, weil der hat diesen James Bond Goldfinger, kennst du vielleicht? Mhm. Da gibt es auch am Anfang, nicht Goldfinger, Quatsch, der erste mit Pierce Brosnan, wo er da am Anfang diesen Damm da runterfährt, diesen riesengroßen, und dann ins Flugzeug springt. So, das Flugzeug stürzt ab, er fährt mit dem Motorrad hinterher. Also, weiß jemand, wie er heißt? So Dinge. Die hören alle nur Podcasts. Ja, ja, das sind so Dinge, die sonst nur Marc Gassert kann wahrscheinlich. Und dann ist er da und das ist eine irre Szene. Und, da war es übrigens wieder. Jetzt habe ich es. Und Metin Tolan hat sich eine Stunde lang die Frage gestellt in der Physikvorlesung, ist das physikalisch möglich? Und hat das dann berechnet. Und du hörst die eine Stunde lang diese Physikvorlesung an, um dann übrigens rauszubekommen, warum? Dass es physikalisch möglich ist. Ja, und warum macht er, jetzt schafft er es, eine theoretische Physikbetrachtung zum Thema Schwerkraft, Trägheit, was auch immer, Relevanz zu geben. Okay. Und das fasziniert mich. Mhm. Und darüber wollte ich schreiben. Und ist schon fertig? Nahezu. Wenn man Verlag zuhört, nahezu. Fast. Das heißt, dieses Jahr Buchmesse? Oder? Ja, ja. Ja. Spannend. Ja. Ganz großer Begriff. Ich möchte gerne noch den Raum aufgeben. Bitte. Aufmachen. Ja. Ich habe versucht, das, was du machst sonst, aber hatte ich den Raum aufmachen für Fragen, weil wir hier ja Live-Publikum haben. Und ja, was möchtet ihr gerne zu René Bourbonus fragen? Yes. Wie heißt du? Ich heiße Ferhan. Mhm. Du hast vorhin, also erstmal bewundere ich dich und finde es großartig, was du gesagt hast. Du hattest vorhin erzählt, dass es Menschen gibt, die sich indirekt ausdrücken und die das in der Regel auch so wollen. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die sich indirekt ausdrücken, es vielleicht nicht wollen, aber sich nicht direkt ausdrücken können, weil sie so viel denken, so viel fühlen. Wie siehst du das? Und, ja. Ja, dann das wäre etwas, was natürlich nicht mal im Sinne ist, und dann müsste man rhetorisch arbeiten. Und das ist die Angst, von der wir auch schon gesprochen haben. Ich glaube, dass ganz viele Menschen Angst zurückhält. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich werde ständig gerade in Diskussionen reingezogen, warum es so wenig Rednerinnen gibt. Mhm. Und wenn du erstmal schaust, ist das ja auch so. Ne? Also es gibt sehr viele Männer. Jeden Tag, ja. Ja, ja, aber es gibt sehr wenig Frauen, das gilt auch für Kabarett und Comedy und so weiter. Und sicherlich gibt es Strukturen, ich bin kein Fachmann, über die man reden muss und die man verändern kann, wobei in meiner sehr eingeschränkten Wahrnehmung, ich kenne keinen Veranstalter, der Männer explizit bevorzugt. Und ich kenne übrigens auch keine Redneragentur, die das behaupten würde und so weiter und so fort. Aber möglicherweise gibt es natürlich, das will ich nicht kleinreden. Ich glaube aber, dass beispielsweise insbesondere bei Frauen 2 Gründe auch eine Rolle spielen. Das erste ist, dass man so nach Perfektion strebt. Und das hält uns natürlich ab. Also ich mache seit fast 20 Jahren Rhetoriktrainings und noch nie hat ein Mann eine Übung verweigert. Aber schon einige Male haben Frauen Übungen verweigert. Ganz einfach, weil Männer mit weniger auch zufrieden sind. Da gebe ich den 10 Minuten für eine Vorbereitung einer Rede und dann kommen die Männer zurück und sagen, habe ich gemacht.
Ja. Und die Frauen, oh, ja, die Frauen denken, aber das geht noch viel besser. Und das war, ich war jetzt auch gerade ein bisschen abgelenkt noch und so weiter. Also Perfektion trennt und verbindet nicht. Und Perfektion hält uns vor allen Dingen davon ab, möglicherweise auch. Und dann ist es die Angst. Die Angst, sich zu blamieren, die Angst, etwas Falsches zu sagen, die Angst anzuecken. Du brauchst eine Scheiterbereitschaft, wenn du auf die Bühne gehst. Bei YouTube drehen sie alle durch und das musst du eben aushalten. Aber schöner Satz, du brauchst eine Scheiterbereitschaft. Ja, du brauchst auch eine Scheiterbereitschaft, wenn du dich... wenn du auf die Bühne gehst. Und das ist natürlich nicht einfach. So, das heißt... und daran kann man ein bisschen arbeiten und man kann zum Beispiel damit schon mal anfangen, das zu verstehen, dass eben Perfektion nicht mal wirksam ist. Perfektion ist nicht mal wirksam. Und gute Redner sind eben die Redner, die das einfach auch akzeptieren und damit umgehen. Und das, weißt du, was das Spannende ist? Am Ende kriegt das doch keiner mit. Am Ende kriegt keiner mit, ob ich grammatikalische, stilistische Fehler gemacht habe. Ich werde hier in diesem Gespräch, das meine ich ernst, ich könnte es analysieren, 40 bis 50 Fehler gemacht haben. Aber wenn ihr da rausgeht, könnt ihr euch höchstwahrscheinlich nicht an einen einzigen erinnern. Ich habe zum Beispiel die Angewohnheit, dass ich Sätze ganz oft nicht zu Ende, aber es ist mir egal. So, und auch Tobi, das mag ich so auch an seiner Art auf der Bühne. Tobi ist ja grammatikalisch gesehen... Du darfst den Satz schon sagen. Nein, das darf jeder für sich jetzt. Und jetzt kommt's. Aber er geht mit einer Leichtigkeit, mit einer Souveränität darum, dass das an sich schon eine Lehre ist. Und das kommt bei den Menschen an. Am Ende steht ein Gefühl, hat mich der erreicht, vertraue ich dem, finde ich den menschlich, finde ich den herzlich, solche Dinge. Ich könnte es jetzt auf meinen Wuppertaler Akzent schieben. Ne? Oder und das machst du ja auch. Und das ist ja auch sympathisch. Und dann ist das Ding abgeräumt. Das ist übrigens auch sehr clever. Ja. Sagen, ich bin Stotterer, dann haust du es einmal raus und das ist nicht mehr so schlimm. Und du sagst halt, ich komme aus Wuppertal und dann denken, ja, alles klar. Ja, das ist clever. Dann ist alles geritten. Du hast gerade noch angelehnt gesagt, auf YouTube schreien sie da alle rum. Das heißt, bei dir unter deinen Reden kommt auch Kritik? Ja, natürlich. Ja, klar. Und dann gibt es ja so Menschen wie ich, die neigen auch dazu, das sehr ernst zu nehmen. Also dann hast du... Wie gehst du damit um? Ja, inzwischen geht das ganz gut, weil ich begriffen habe, dass es dazugehört. Aber am Anfang war das nicht schön auch, ist klar. Also, aber das ist normal. Du kannst ja, das ist ja das, was ich auch versuche immer zu sagen, du kannst ja eben auch nicht jedem alles recht machen. Du solltest auch aufhören, wollen. Und die Scheiterbereitschaft, ein Teil davon wird ja immer scheitern. Du kannst ja nicht jedem recht machen. So sieht's aus. Ja. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite, dann seid ihr dran. Hier hatten sich auch welche gemeldet vorhin. Ja, ich hätte die Frage, du hast vorhin angesprochen, die fünf liebsten Reden. Was sind deine fünf liebsten Reden? Also, ich kann dir ein paar nennen. Die lustige von den fünf ist von Ken Robinson, School Kills Creativity. Das ist eine großartige Rede von einem Bildungsforscher, der über Schulbildung spricht und wie sehr das zum Teil möglicherweise an den Bedürfnissen vorbeigeht. Großartige Rede, wahnsinnig unterhaltsam. Gutes Lehrbeispiel für, also das ist ein Parforce-Ritt durch Metaphern und Analogien und Scherzen und so weiter. Aber wenn ihr euch die Rede anschaut, und das ist auch ein gutes Learning, alles zahlt auf sein Credo ein. Das machen übrigens gute Redner auch. Sie erzählen nicht irgendwas, sondern sie erzählen immer Dinge, die auf ihr Credo einzahlen. Also alles, was wir machen, ist themenzentriert. Dann kannst du übrigens auch alles machen. Wenn ich oft gefragt, ist das zu verrückt, wenn ich das mache, frage ich immer zurück, ist es denn themenzentriert? Das ist die Antwort. Dann eine Rede, die mir unglaublich bedeutsam ist, ist, und das ist natürlich auch ein Beispiel für Relevanz auch, ist aus einem Film, Charlie Chaplin, Der große Diktator, seine Abschlussrede. Großartig, ja. Eine unfassbare Rede, vor allen Dingen rhetorisch. Warum die Augen so rauskommen. Rhetorisch, es ist vor allen Dingen, ja, das Lustige ist, also das Interessante an der Rede ist ja, dass er im Duktus von Hitler, also für die das nicht kennen, er ist ein jüdischer Friseur, glaube ich, weiß nicht genau, und ist natürlich dann bedroht in der Nazizeit und findet eine Uniform, eine Nazi-Uniform, und zieht die dann an, um sich selber zu schützen. Und der hat ja diesen Chaplin-Bart und dann halten die den für Hitler. Die denken, das ist Hitler.
Und dann nehmen die den mit auf so eine Großveranstaltung. Und vor ihm spricht Goebbels soll das sein und ich glaube Himmler soll das der andere sein. Und dann das ist der Klamauk dann in dem Film, weil er kämpft mit sich so, soll ich flüchten irgendwie und versucht dann irgendwie da rauszukommen, da wegzukommen. Das ist so dieser Klamauk, ja. Und dann entschließt er sich aber irgendwann, diese Rede zu halten, also zum Volk zu sprechen. Und dann hält er im Duktus von Adolf Hitler ohne zu atmen. Eine Rede auf die Menschlichkeit. Und allein diese Idee, da habe ich schon Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Und das ist so auch rhetorisch so schön gemacht. Hör dir die Rede mal an. Es gibt übrigens eine grandiose Version von Berge vertont, wo du auch den Text mitlesen kannst, weil das geht natürlich dann in diesen Duktus, in diese Schreierei und dieses Schnelle, dieses Staccato. Das ist ganz schön, weil man den Text dazu lesen kann. Wenn du Berge, der große Diktator, eingibst, dann kriegst du eine traumhafte Version von dieser Rede. Und da siehst du, wie er zum Beispiel mit Pausen arbeitet. Es gibt eine Stelle, wo er mit einer ganz kleinen Pause das Wort Güte absetzt und damit diesem Wort Güte unglaubliche Bedeutung verleiht. Dann hast du die Trias, du hast den Kontrast, du hast so viele tolle rhetorische Figuren und siehst auch, wie das funktioniert. Also das ist ja das Schöne an Sprache. Sprache ist so wirksam. Und das ist zum Beispiel eine Rede, die ich wunderbar finde. Son of a Terrorist finde ich auch großartig. Danke dir. Ja. 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 Wie heißt du? Malina ist mein Name. Du hattest vor ein paar Wochen bei Instagram einen ganz, ganz mega Spruch rausgehauen, der mir bei meiner ersten Keynote extrem geholfen hat. Und zwar, Nervosität ist kein Grund, nervös zu sein. Ja. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. Gerne. Und wie ist es zu diesem Spruch gekommen und was bedeutet Nervosität für dich in deinem Beruf als Rhetoriker und als Sprecher heutzutage? Also Nervosität ist kein Grund, nervös zu werden, sage ich tatsächlich sehr oft und gerne. Aus zwei Gründen. Nervosität ist immer Teil des Spiels. Es gibt keine Sache, die dir bedeutsam ist, bei der du nicht nervös wärst. Und das ist ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel, weil viele wehren sich dagegen. Und viele kommen in Rhetoriktraining und sagen, ich möchte meine Nervosität loswerden. Ja, bitte nicht. Denn das Gegenteil von Nervosität ist nicht Souveränität. Das Gegenteil von Nervosität ist Indifferenz. Wenn du nicht mehr nervös sein möchtest, muss es dir egal sein. Wenn mir das egal hier wäre, wäre ich heute nicht nervös gewesen. Du warst nervös. Und natürlich, weil das ist auch so ein Format, das ich ja nicht absehen kann. Du bist ja völlig abhängig vom Moderator. Und dann auch ich. Dann noch ein Elfie, ne? So, und also Nervosität ist immer Teil des Spiels, das ist das eine. Und das ist auch noch eine gute Nachricht, und deswegen ist das der zweite Grund, warum ich irgendwann zu diesem Satz gekommen bin. Das Wenigste von Nervosität sieht man ja. Also das Wenigste dringt nach außen. Ich kann nicht sehen, wie hungrig jemand ist. Das kann in dir toben. Ja? Ich kann nicht sehen, wie hungrig ihr gerade seid. Ich kann nicht sehen, wie verliebt ihr gerade seid. Ja? Das tobt in dir. Ich kann nicht sehen, wie müde ihr gerade seid. Wobei, da war es wieder. Und also das Wenigste kommt nach außen. Das meiste ist halt da drinnen. Dick Cavett ist ein US-Talkmaster, hat ein sehr schönes Interview gegeben. Der sagt, ich moderiere live in die Kamera. Millionen von Menschen schauen mir zu. Alle Menschen, die mir bedeutsam sind, schauen mir zu. Ich vergesse den Text, ich gerate in Panik. Alles fällt hier zusammen. Ich kriege 45 Grad Fieber aus dem Stand. Aber die Leute sehen maximal leichte Anzeichen von Unsicherheit, mehr nicht. Und deswegen ist Nervosität kein Grund, nervös zu werden. Wow. Dankeschön. Ja. Ich bin genau. Wie heißt du? Ja, Philipp ist mein Name. Eine Frage, die ich mir oft stelle, beruflich und auch irgendwann mit Freunden, Bekannten oder Menschen, die mir auf der Straße begegnen, da habe ich keine Probleme. Das Gefühl, es fällt mir leicht, Respekt zu zeigen, Respekt von mir zu kommunizieren, mich auch mal gegenüber einzustellen und mich in ihn rein zu versetzen und zu verstehen, was in mir vorgeht. Wo ich aber das Gefühl habe, dass das immer wieder abkommt, ist in emotionalen Beziehungen, zur Partner, zur Partnerin, zu Familie. Ja, klar. Wie kannst du das überwinden? Wie kannst du dich auch da individuell auf den Partner einstellen? Diese Fragen zu verstehen, wie äußert er Trauer, wie äußert er Liebe und warum agiert er gerade so, wie er gerade agiert? Wie schafft man das? Ja. Also zunächst einmal ist es ja völlig normal, dass wir viel mehr Reibereien haben mit Menschen, die uns sehr nahe stehen. Denn wir wissen halt, wie die wirklich sind. Ja, das weiß ja draußen bei den Leuten nicht. Da geht es ja schon los. Dann schleifen sich natürlich viele Dinge ein.
Und ich glaube, wenn du die Haltung hast, ab und zu das nochmal zu hinterfragen, ist das schon mal der erste Schritt. Ja. Und ich glaube, wenn man sehr offen darüber spricht, ja, über diese Kommunikation, auch die Schwächen von Kommunikation, also wenn man das akzeptiert, dass Sprache ein Gefängnis ist und das auch mit dem Partner möglicherweise mal bespricht, dann ist viel geholfen. Was dir helfen kann für den Start, ist, dass du dir fast alle Kommunikationsschwierigkeiten in einer Paarbeziehung relativ leicht auf zwei Polen erklären kannst. Und dann haben wir auf der einen Seite Verbundenheit und auf der anderen Seite Autonomie. Das Problem ist nämlich, dass das beides Pole ein und derselben Geschichte sind. Das heißt, wenn du Verbundenheit realisierst, musst du Autonomie aufgeben. Wenn du Unabhängigkeit, also Autonomie realisierst, musst du Verbundenheit aufgeben. Das ist völlig normal, das ist so schon herausfordernd genug übrigens, natürlich. Ja, weil Menschen, die du sehr nah an dich ranlässt, sehr viel Macht über dich haben plötzlich. Und das meine ich im Wortsinn. Mhm. Kinder haben eine unfassbare Macht über dein Leben. Das stimmt. Weil wenn es deinem Kind schlecht geht, geht es dir schlecht. Ja. Du hast eine unglaubliche Verbundenheit zu Kindern. Das ist ja mehr noch als zum Lebenspartner. Ich glaube, das kann man sagen, ohne Lebenspartnern grundsätzlich irgendwie zu nahe zu treten. Die Verbundenheit zu Kindern, insbesondere zu kleinen Kindern, ist natürlich existenziell. Und dafür haben sie aber auch sehr viel Macht über dich. Und das ist zum Beispiel etwas, was man ja akzeptieren muss. Das ist sicher schon schwer manchmal, weil man kommt natürlich in so Momente, wo man denkt, verdammt, war das jetzt richtig? Aber du kannst ja ein Kind nicht zurückgeben. Ja, und willst das ja auch nicht. Ja, Entschuldigung, muss man vielleicht dazu sagen. Leute denken wirklich noch, ich bin schräg. Das macht es ja schon schwer genug. Und das ist wichtig, dass wir ab und zu mal genau uns dahin schauen. Und Hierarchie und Gleichheit, das wäre der zweite Pol. Das ist auch ein Riesenproblem. Weil das müsste zum Beispiel, und den Tipp kann ich dir vielleicht geben, ich kann jetzt nicht mal eben noch hier das Paarberatung machen, aber den Tipp kann ich dir geben, dass du ab und zu mal auf dieses Muster auch schaust, Hierarchie und Gleichheit. Weil die meisten Paarbeziehungen entwickeln sich in die Hierarchie zugunsten einer Person, zugunsten einer anderen Person. Und wir sprechen fast nie darüber. Wir müssten aber vielleicht einmal im Jahr darüber sprechen, weil man kann natürlich auch wieder einen Ausgleich schaffen. Aber das schafft Probleme, immer. Da musst du nicht mal freiberuflich sein. Ich meine, bei uns merkst du es sofort, als ich geheiratet habe, war ich vielleicht 90 Tage im Jahr weg, jetzt bin ich 160 Tage im Jahr weg. Das hat sich also in die Hierarchie entwickelt, zu Ungunsten meiner Frau. Und wenn man das einfach nie thematisiert, wird das irgendwann dir um die Ohren fliegen. Das stimmt, ja. Und da musst du kein Freiberufler sein, weil auch in jedem Angestelltenverhältnis wirst du irgendwann eine Position erreichen, die nicht mehr vergleichbar ist mit der, als du geheiratet hast. Mhm. Und das neu auszutarieren, ist einfach wichtig. Und wieder respektvoll. Ne? Ja, klar. Partner gegenüber. Letzte Frage, da kam, Bernhard, du hattest vorhin schon mal was gefragt, deshalb nehme ich jetzt dich. Ich bin die Annabelle. Du hattest ganz am Anfang gesagt, dass die, wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich weniger nervös, wie wenn ich René Bourbonus eine Frage stelle. Hast du gesagt? Nee, hat sie gesagt. Was hast du gesagt? Ich wollte gerade sagen. Ja, ja, nee, Entschuldigung, das wollte ich sagen, weil ich gerade merke, dass ich ein bisschen nervös bin. Das ist mir einfach wichtig. Ja. Du hattest gesagt, die besten Redner, die wollten gar keine Redner werden. So, jetzt denke ich schon die ganze Zeit ein bisschen über diese Botschaft nach und denke mir dann, okay, wenn jetzt jemand aber gerne Redner werden möchte, der auch eine Botschaft hat, der, wenn er auf der Bühne ist, auch positives Feedback bekommt, aber eben vielleicht nicht so wie du von Anfang an von allen gebucht wird, hier gefragt wird und uns mal nachgefragt wird. Was würdest du denn demjenigen raten? Soll der warten, bis er Da sind jetzt viele Fragen in dieser Frage und da muss ich auch überhaupt nicht, keine Ursache dafür, aber da muss ich erstmal was richtig stellen. Ich bin nicht von Anfang an von jedem gebucht worden. Ich habe sechs Jahre lang meines Lebens, die ersten 6 Jahre, habe ich nichts verdient. Keine die ersten 6 Jahre als Trainer. Nicht die ersten 6 Lebensjahre. Ja. Da habe ich auch sowas von nichts verdient. Ja, wollte ich sagen, das ist normal. Ja, wobei ich wahrscheinlich Kindergeld. Ja? Das könnte man mir schon zurechnen. Nein, im Ernst, ich habe 2000 das Unternehmen gegründet und ich habe 6 Jahre lang nichts verdient. Gar nichts. Also wirklich nichts. Also es gab natürlich Umsätze, aber die haben wir natürlich sofort gebraucht, wieder um irgendwas zu machen damit. So. Im Zweifel irgendwen zu bezahlen oder Dinge anzuschaffen oder so. Also ich habe wirklich 6 Jahre lang nichts verdient. Das geht natürlich dann schnell, geht das in Vergessen. Das ist ja das, und da sind wir schon beim Problem. Das geht nicht so von heute auf morgen. Das kann nicht von heute auf morgen gehen. Das ist schon rein technisch ja nicht möglich.
So. Das heißt, es braucht sehr lange, bis sich das rumspricht. Aber ich halte es für keine gute Motivation, Redner werden zu wollen, auch wenn die gefördert wird an allen Ecken und Enden. Denn all diejenigen, die jetzt da oben stehen und erfolgreich sind, wollten das nicht, behaupte ich. Die sind es geworden, weil sie in einem bestimmten Thema eine wahnsinnige Tiefe und Expertise aufgebaut haben, weil sie eben, wie ich, Redenschreiber waren ein paar Jahre lang. Weil sie, das finde ich so lustig, wenn die Leute sagen, Tobias Beck hatte einen Auftritt bei Gedankentanken und bups, war der Superstar, da vergessen wir die 10 Jahre davor. 15, die 15 Jahre. So alt bist du noch gar nicht. 15 Jahre. 42. Verdammt, man sieht es dir nicht an. also 15 Jahre davor, weißt du, was ich meine? Und natürlich, irgendwann gibt es eine Initiation. So, und die kann man dann auch, und da rate ich dir natürlich dran zu bleiben, weil die kann man natürlich befördern. Aber ich halte es, wie gesagt, erstmal für den besseren Weg zu sagen, ich möchte in einem bestimmten Bereich etwas extrem in die Tiefe entwickeln. Also ich nenne das eine vertikale entwickeln, erstmal finden, entwickeln. Also die kann man auch nicht einfach modellieren, weißt du, was ich meine? Die kann man nicht einfach modellieren. Ja. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja Roman Jeliga. Weiß nicht, ob der schon da war. Nee. Ein wunderbarer Mensch. Der sein ganzes Leben lang mit dem Thema Humor zu tun hatte. Der ganz früh seine Mutter und seinen Vater verloren, ich hoffe, ich darf das sagen. Der für seinen Bruder da war. Der war der Bruder gerade mal 13. Der sehr schnell gemerkt hat, es nutzt nichts, verhärmt zu sein. Mit Humor ist es einfach leichter. Er wollte Arzt werden, um Menschen zu helfen. Er hat gemerkt, so als ganz normaler Mediziner ist das schwer möglich. Er hat Menschen dann das Lachen gebracht. Er hat die Klinik-Lounge gegründet in Österreich. Der hat sich so viele Jahrzehnte um Humor gekümmert, weil er besessen war von der Idee, Menschen zu helfen und zu heilen durch Humor. Der kann heute über Humor sprechen. Den musst du zum Thema Humor interviewen. So, und das ist das, was ich immer sagen kann, weil mir geht das manchmal so, macht mir das Sorgen, diese Idee, dass wir ganz schnell, das wird nicht funktionieren und das wird auch irgendwann hier auf die Füße fallen. Aber das heißt nicht, dass man sich dann nicht kümmern kann, natürlich. Ja, also ich kenne dich jetzt nicht gut genug, aber da ist ja was und das natürlich kann man sich jetzt kümmern. Aber es gibt auch nicht diesen einen Tipp, den man tun kann, damit man dann plötzlich zu Aufträgen kommt. Das ist also ein unglaublich komplexes Geschäft. Und wahrscheinlich gibt es ganz viele Menschen, die genauso denken über Rhetorik wie ich, die vielleicht noch viel mehr Tiefe haben, die möglicherweise viel mehr Wissen haben, es sitzt doch einer im Raum, aber die gar nicht so die Bühnen haben, weil ich durch einen blöden Zufall irgendwann an der richtigen Stelle war. Nur sind wir nicht da bei dem wichtigen Punkt, wo wir angefangen haben vorhin. Irgendwann machen andere Menschen die Türe auf. Und das zieht sich in all diesen Podcast-Folgen wie ein roter Faden. Ja. Egal, ob jemand CEO wird oder Vorstand von einem DAX-Konzern. Irgendwann sagt jemand im Leben, you are able, du kannst. Und irgendwann kommt jemand und sagt, you are ready. Das kommt nie von denen. Und ich wurde auch damals bei der Gedankentanken-Bühne, haben mir Menschen die Tür aufgemacht. Und ich habe gesagt, wie soll ich denn das machen, um Gottes Willen. Hast du ganz gut gemacht. Ja, danke schön. Würde ich übrigens auch heute anders machen als vor ein paar Jahren. Aber da kamen Menschen und haben gesagt, doch, mach das mal. Und vielleicht mussten wir so lange halt so gut werden, dass wir gesehen werden. Und da darf ich vielleicht unseren werten, geschätzten Kollegen Hermann Scherer zitieren, Bühne gibt Bühne. Und irgendwann sieht dich jemand. Und wenn ich dir noch einen Tipp geben darf, die Menschen, die dir wirklich die Türen öffnen, das sind Menschen, die dafür kein Geld haben wollen. Als Tipp. Danke. Ja, auf die ganz große Bühne. Ja, auf jeden Fall. Cool. Ich bin immer wieder fasziniert, wie du sprichst. Also ich könnte dir einfach stundenlang zuhören. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Wir können jetzt noch 10 große Begriffe nehmen, wie Liebe darüber könntest du einfach sprechen. Das wäre schön. Ja, darüber könnten wir stundenlang sprechen. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Bevor wir aufhören, darfst auch du noch eine Zahl wählen. 1 bis 77. 21. Das heißt... Es tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen. 55. 55. Ja. Oh, kannst du mir... Ja, jetzt haben wir was. Okay, nur dass ich es mir nicht ausdenke. Frag selber.
Kannst du mir von deinem ersten Kuss erzählen? Das war also mein erster richtiger Kuss, ist wahrscheinlich gemeint. Jetzt haben wir doch das Thema Liebe. Das war reichlich spät, war ein absoluter Spätzünder. Ich war so ein richtiger Nerd auch früher. Ja, kann man sich kaum vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Ein Hot-Nerd. Was heißt spät? Wie alt warst du denn? Da war ich schon 17. Beim ersten Kuss? Ja. Ach, Quatsch. Ja. Ja, mich wollte keiner küssen. Wie gesagt, ich war in der Nerd-Ecke, so richtig. Ich war auf Star Trek Conventions. Da. Jetzt wird die nachfolgenden Sendungen. Ja, so war das. Nee, da steht also nur schon ein bisschen tiefer jetzt. Also, wer war das und so? Da steht ja vom ersten Kuss erzählen. Es war eine Klassenkameradin, die ich ganz toll fand. Die ist Yvonne, hatte lange blonde Haare. Das ja. Und ich war auch sicher, das wird die Frau fürs Leben. Und wie lange blieb sie, die Frau fürs Leben? Ein Monat, glaube ich. Und der erste Kuss? Der stand wie der erste Kuss? Ja. Den gab es. Wo genau? Ich glaube, wir haben uns. Ich habe sie ausgeführt in meinem roten Ford Fiesta. Wir waren unterwegs. Und dann habe ich jetzt wird's immer spannender. Wir waren irgendwo im Kino. Ich habe eine Kassette bespielt irgendwie mit Musik, das weiß ich noch. Und dann waren wir bei ihr in Gackenbach und da gab es den ersten Kuss. In Gackenbach. Ja, Alles angefangen. Ganz am Ende kurze Frage, kurze Antwort. Geld ist hilfreich. Ja. Persönlich wachse ich, indem ich lese. Sehr viel lese. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe. Liebe ist die Distanz zu ihr, um ihr nahe zu sein, und die Nähe zu mir selbst, um diese Distanz halten zu können. Der deutschsprachige Raum wird in den nächsten 10 Jahren? An Bedeutung verlieren. Und Kommunikation wird sehr viel wichtiger werden. Und der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin, Provence. Danke dir. Danke dir für deine Zeit. Sehr für gerne. Für diejenigen, die näher mit dir in Kontakt treten wollen, ihr müsst bei dir relativ simpel René Bourbonus bei Google eingeben und dann über die bekannten Einfallstore kommen. Einfallstore, das ist auch ein schönes Wort, ja. Ja, ich liebe das. Also bei Instagram oder Facebook, was ist denn dein Lieblingseinfallstor zu dir? Also ich bin tatsächlich bei beiden Plattformen vertreten. Aber am liebsten wäre es mir natürlich, wenn die Leute mir direkt schreiben, eine E-Mail schreiben. Das ist, glaube ich, mein Weg am liebsten, weil dann vergesse ich auch nichts. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei Facebook und sowas, da geht das so schnell irgendwie verloren und dann habe ich immer die Angst, dass die Leute denken, ich ignoriere sie oder sowas. Und deswegen am liebsten direkt schreiben, eine E-Mail schreiben und dann antworte ich. Und auf deiner Webseite gibt es diverse Formate, wo man dann mit dir weiterarbeitet. Ja. Sehr gut. Danke, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Danke für unsere Zusammenarbeit und Freundschaft der letzten Jahre jetzt schon. Und euch danke ich für eure Zeit. Euch hier im Raum danke ich für eure Zeit. Es war uns ein großes Vergnügen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, seid so lieb und bewertet die. Tolle Woche euch. René Bourbonus. Danke schön. Vielen Dank. Danke.